Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Natürlich, wie ihr, denke ich, auch bester Laune, wenn wir den Tag so betrachten. Da komme ich gleich nochmal drauf und auch ein klitzekleine, so ein Pieks gegen die SEC. Aber der Reihe nach, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung, ich zeige euch, was ich sehe und teile das sehr gerne mit euch. Und wenn euch gefällt, was ich tue, liked das Video, schreibt in die Kommentare, ich beantworte gerne eure Fragen, eure Kommentare und wenn noch nicht geschehen, würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Es kostet nichts und ihr helft mir damit beim Wachstum. Beginnen möchte ich mit ein paar News, die ich gefunden habe, bevor ich dann zum Hauptthema komme. The Crypto Basic in einem Artikel von gestern. Das Kuwait Finance House bezeichnet Ripple als Weltklasse-Unternehmen inmitten einer Partnerschaft für sofortigen grenzüberschreitenden Service. Der Geschäftsführer von KFH, Al-Achil, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, hat Ripple als herausragendes Unternehmen inmitten der Ripple-Partnerschaft für sofortige Cross-Border-Payments beschrieben. Der Executive Manager für digitale Transformation bei Kuwait Finance House hat kürzlich die Errungenschaften der Bank im Bereich Virtual Banking beleuchtet und auf die Rolle von Ripple bei der Förderung der Bewegungen hingewiesen. Während der Beantwortung von Fragen während einer Konferenz enthüllte die bestehende strategische Partnerschaft mit dem Blockchain-Zahlungsunternehmen Ripple aus San Francisco. Er beschrieb Ripple insbesondere als eines der Weltklasse-Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, um sofortige grenzüberschreitende Zahlungsdienste einzuführen. Es geht einfach runter wie Öl. Chad Steingraber hat dann auch noch einen rausgeworfen. Tag 109. Die CQUR Bank wählt FedNow-Dienstleister und Ripple-Partner Finastra aus, um die Bedürfnisse von Firmenkunden in Katar zu erfüllen. Fusion Total Messaging integriert RippleNet und jeder Kunde von Finastra hat jederzeit Zugriff, um XRP für Überweisungen zu verwenden. Very nice. Panos hat dann auch nochmal aufgrund der Kursbewegungen heute einen Tweet verfasst. XRP zu 0,7 US-Dollar. Funktionen wie Automated Market Maker, die Xahao Network bzw. Hooks für Smart Contracts, die Ethereum Virtual Machine auf einer Sidechain, DITS, Bridge und vieles mehr, die in das XRP Ledger Ökosystem kommen. Immer mehr Projekte und Anwendungsfälle auf XRP Ledger. Eine neue Hus und Massenakzeptanz rückt näher. Wie kann man nicht super bullish sein? Und was ist denn heute geschehen? Schaut euch das an. Das ist geschehen seit Freitag 23 Uhr oder beziehungsweise Samstag 0 Uhr hatten wir übers Wochenende bis 14 Uhr heute einen Anstieg von 18,21%. Unglaublich toll. Das, worauf wir warten. Ich habe mal recherchiert, ich habe versucht zu ergründen, wo denn diese Preisanstiege herkommen. Ich habe jetzt hier keinen signifikanten Auslöser gefunden. Seien wir einfach dabei und denken uns, vielleicht wachen die Leute langsam auf, dass XRP in der Zukunft eine Riesenrolle im DeFi-Bereich spielen wird. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Es soll ja weitergehen. Und hier habe ich einen schönen Artikel auch von CryptoBasic gefunden. XRP bricht über die 21 EMA aus. Analyst setzt nächste Ziele bei 0,80 Dollar, 1,30 Dollar, 2,80 Dollar und 5,50 Dollar. Ein Artikel vom 5., sprich von gestern. Da waren ja noch nicht ansatzweise die Zahlen von heute. XRP hatte mitten der anhaltenden Aufwärtstrends eine komfortable Position über dem 21 Exponential Moving Average eingenommen, wobei der Top-Analyst Agreg die nächsten Ziele bei 0,8 etc. festgelegt hat.
Der Widerstand. Wenn der Preis eines Vermögenswertes über den 21 exponentiellen gleitenden Durchschnitt bricht, deutet dies in der Regel auf ein kurzfristiges bullisches Signal hin, das darauf hindeutet, dass der jüngste Preistrend positiv ist und in naher Zukunft weiter steigen könnte. Und hier, XRP strebt $5,50 inmitten des jüngsten Durchbruchs an. Der jüngste Aufwärtstrend hat XRP jedoch zu einem komfortablen Ausbruch über die EMA geholfen. XRP ist seit letzten Monat um 19,5% gestiegen und profitiert von der anhaltenden weltweiten HUS. E-Drag bestätigte, dass der jüngste Ausbruch über den 21er EMA ein robustes, bullisches Momentum signalisiert. By the way, das ist der Analyst, der auch immer von diesen $27 spricht. Okay, so, mehr gibt's da morgen noch an News, glaube ich. Jetzt gehen wir aber mal weiter und diesen kleinen Nadelstich gegen die SEC. Und da ist was ganz Tolles zu berücksichtigen. Die SEC verliert einen Fall nach dem anderen. Und man muss sich mal fragen, warum das so ist. Und Jeff Roberts hat hier einen Tweet veröffentlicht heute, der bringt es ein bisschen näher. Die SEC hat Schwierigkeiten, Krypto-Experten einzustellen. Aufgrund einer Regel, dass sie alle ihre Kryptowährungen verkaufen müssen. Sinnvoller wäre es, den Mitarbeitern zu erlauben, einen bescheidenen Betrag zu halten. Dies würde sie auch besser in ihrem Job machen. Und hier sehen wir eben die Regel, die es den neuen Mitarbeitern und bestehenden Mitarbeitern verbietet, in Krypto-Assets zu investieren. Es ist einfach irre. Heute ist der 6. November und heute tritt ja Gary Gensler oder ist schon aufgetreten auf der DC Fintech Week. So, und was ist da passiert? Ganz interessante Geschichte. J.W. Verrett, den habe ich schon ein paar Mal zitiert, er war früher Anwalt bei der SEC, ist Journalist und auch Professor an einer Universität, der über Recht lehrt. So, was ist heute geschehen? Ich saß im Publikum. Gary Gensler fragte, ist einer von euch ein Anwalt, der durch ein dezentrales Protokoll beauftragt worden ist? Und ich hob meine Hand. Er schaute durch den Raum, ignorierte mich und hielt sich an sein Skript. Das hätte ich nicht gedacht. Der Typ, also Dude, kümmert sich nicht um die Wahrheit. Dave Weisberger hat dann auch nochmal formuliert und einen schönen Hinweis auf England gegeben. Der Kontrast zwischen diesem und dem Vereinigten Königreich, das ausdrücklich die Notwendigkeit anerkannt hat, DeFi nicht zu verbieten und es zu studieren, bevor es Vorschriften formuliert, ist krass. Klammer auf. Dies zusammen mit dem ausdrücklichen Ziel, die City of London zum globalen Epizentrum des Handels mit digitalen Vermögenswerten zu machen, Klammer zu, kann man sich gar nicht ausmalen. Morgen kommt ein Video über die SEC und ein ganz massives Problem für die SEC, hat mit Krypto gar nichts zu tun, aber ich glaube Gary Gensler, der kriegt jetzt wirklich ein Problem. Ich sagte schon länger, dass der ein Problem hat, aber Krypto, schauen wir uns an, sind wir ehrlich, so klein und wir sind so früh dran. Die SEC hat aber eben die Aufsicht, eben in Amerika über noch ganz andere Dinge. Und da haben sie sich jetzt wirklich einen Riesenärger eingekauft. Unter anderem eben ist verantwortlich Gary Gensler, denn der sitzt der SEC vor. Lassen wir uns mal überraschen, wie das ihm um die Ohren fliegt. Denn davon gehe ich ehrlich gesagt aus, ein Riesenskandal meiner Meinung. Dafür bin ich da, um das mit euch zu teilen. Wie gesagt, morgen, heute hat es zeitlich nicht ganz hingehauen, das zu machen. Und ja, das war es jetzt mal für heute. Wir haben einen sehr schönen Kurs bei XRP. Warten wir ab, bleiben wir geduldig. Wir sind noch nicht ansatzweise in irgendeiner Art von Bullrun. Wir sind noch entfernt von ISO-Implementierung. Wir haben noch kein Spot-ETF. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so ein kleiner Huster nach oben, der wird wahrscheinlich wieder abverkauft. Ja, aber wir sehen die Richtung und die geht Richtung Norden.
da wo es schön grün ist. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video, sprich morgen. Und bitte dran denken, morgen um 19.30 Uhr Livestream, wie immer dienstags. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You could see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojoloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.